Hallo, willkommen bei The Nosy Rosie, hier ist die Jen. Willkommen, willkommen, willkommen. Ja, hallo erstmal. Ich komme gerade ganz live vom Frauenländerspiel Deutschland gegen Schweden. Die haben heute in Hamburg im Millantor-Stadion gespielt und es war sehr nett. Wir haben 1-0 gewonnen und ja, es war sehr gute Stimmung und es war doch einigermaßen viel los im Stadion. Ich habe weniger erwartet und es war echt schön. Ja, so viel dazu. Unser Thema diese Woche ist Asexualität. Und zwar haben wir dieses Thema genommen, weil, jetzt muss ich kurz nachschauen, eine Person, ich weiß gar nicht, ob weiblich oder männlich, ist ja auch egal. Wo ist sie? Hier. Trekkie-Fan. Hat schon mehrmals nachgefragt, ob wir das Thema mal behandeln können. Und jetzt machen wir das. Ja. Und da habe ich mich jetzt mal ein bisschen schlau gelesen. Ich kann euch natürlich jetzt auch nur das sagen, was ich so gelesen habe. Und ja, und das werde ich jetzt mal tun. Und zwar, ja, Asexualität ist nicht was, also es ist nicht ein unfreiwilliger Verzicht, zum Beispiel indem jemand krank geworden ist, also unfreiwilliger Verzicht auf Sex natürlich, oder aus einer religiösen ja, Ansicht heraus, sondern Asexualität ist, ja, wenn einfach jemand vielleicht auch gar keinen, ja, wenn jemand gar keinen Bedarf hat. Also, man kann eigentlich sagen, das ist genauso eine sexuelle Orientierung wie lesbisch sein. Wenn man lesbisch ist, steht man ja nun mal auf Frauen und nicht auf Männer. Und wenn man asexuell ist, dann halt auch wieder noch. Dann ist da einfach keine Bedarf oder keine Begierde da und ja, es ist einfach eine andere Gruppe an von einer sexuellen Orientierung. Und ja, es gibt da so ein paar Typen, die aber jetzt nicht unbedingt allumfassend sind natürlich. Es gibt auch Personen, die natürlich da irgendwo dazwischen sind oder so, aber es ist einfach nur so eine ungefähre Gruppierung und ich lese euch das einfach mal vor, was es da so gibt. Dann kann man sich vielleicht auch noch eher dann mal vorstellen, um was es überhaupt gibt, geht. Und zwar sind nämlich Typ 1 Personen, die einen sexuellen Trieb verspüren, sich aber sexuell nicht von anderen Personen angezogen fühlen. Diese Personen haben eine Art biochemisches Bewusstsein von Sex, praktizieren vielleicht auch Masturbation, würden aber nie mit einer Person sexuell interagieren. Das ist Typ A. Typ B. Personen, die sich von anderen angezogen fühlen, aber keinen Sexualtrieb verspüren. Sie haben tiefe emotionale Verbindungen zu anderen. Sie lieben vielleicht auch eine andere Person, aber ohne jedes Bedürfnis, mit ihrem oder ihrer Geliebten sexuell zu interagieren, was körperliche Zärtlichkeiten nicht ausschließt. So. Typ C. Personen, die sowohl sexuelle Triebe verspüren, als auch die emotionale Anziehungskraft anderer Personen, die jedoch trotzdem nicht sexuell interagieren. Sie masturbieren im Zweifelsfall und lieben eine andere Person, aber sexuelle Interaktionen mit ihrem oder ihrer Geliebten und die Liebe zu dieser Person sind für sie etwas völlig Verschiedenes, was nicht zusammengehört. Dann gibt es als letztes noch Typ D. Personen, die weder einen sexuellen Trieb verspüren, noch die emotionale Anziehungskraft anderer Personen. Das heißt jedoch nicht, dass diese Personen keine engen und emotionalen Freundschaften kennen und haben, aber sie verspüren keinen Reiz an Liebe oder sexueller Interaktion. So, das sind halt diese drei vier Hauptgruppen, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht allumfassend. Und da gibt es natürlich noch andere Gruppen, kann man sagen. Ja,
natürlich ist das eine Sache, die wurde noch nicht so richtig erforscht und man kann jetzt vielleicht gar nicht so genau sagen, wie viele Leute davon betroffen sind oder die so empfinden. Also es gab mal, lese ich gerade, 94 eine Studie in Britannien und da kreuzte 1%, also von 18.000 Briten kreuzte 1%, also 180 Leute, ich muss gerade mal kurz rechnen, wie viel 1% von 18.000 ist, also 180 Leute haben angekreuzt, dass ich habe mich noch nie von jemandem sexuell angezogen gefühlt. Also 1% klingt wenig, aber wenn man jetzt überlegt, dass von nur 18.000 das schon 180 sind, ist das ja schon eigentlich ziemlich viel. Und also ich weiß gar nicht, wieso die aktuellen Werte sind. Man sagt ja immer so, homosexuell sind so 5 bis 10, vielleicht sogar 15%. Ist ja auch erst nicht so ein großer Unterschied, 5% und 1%. Ja, genau. Also da, wenn man das hört, muss man halt nicht denken, nicht irgendwie, das ist irgendwie was total Komisches oder Ekliges oder so, sondern das ist einfach nur eine andere Art und Weise, wie man mit seiner Sexualität umgeht. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, dass es normal ist, dass Frauen auf Frauen stehen. Warum? Also wir haben es nicht dazu entschlossen, es ist halt so. Und das andere ist halt auch normal, es ist einfach so. Warum muss man Sex haben, nicht wahr? Hallo? Da ist gerade meine Freundin reingekommen. Guten Appetit! Danke, sie fragt sich wahrscheinlich gerade, über was ich rede, weil sie gar nicht weiß, was das Wochenthema ist. ja. Ja, wo war ich? Jetzt bin ich total verwirrt. Wie gesagt, also es ist was völlig Normales, würde ich sagen. Ich denke, die Leute, die das sind, sind auch zufrieden damit. Weil es ja für die normal ist. Vielleicht ist es für jemanden, der das nicht hat oder der nicht so ist, nicht nachzuvollziehen, aber ja, also ich denke mal, das muss jeder für sich selbst entscheiden und ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr vielleicht sogar jemanden kennt, der asexuell ist oder sich so definiert oder was ihr darüber denkt und ob ihr euch das vorstellen könnt. Ja. Und ja, das war's schon von mir, ein kleines, knappes Video. Es ist ja schon spät, ich hoffe, ich kriege es heute noch hochgeladen. Ja, ich habe gerade auch noch ein anderes kleines Video gedreht für meinen Kanal. Könnt ihr ja mal reingucken. Ja, ich bin heute irgendwie verwirrt und ich bin müde. Ich hoffe, das merkt man. Deswegen sage ich jetzt schnell Tschüss, bis nächste Woche. Bis denn. Tschüss.